Wie gut war eigentlich Carles Puyol? Spanischer Meister und Pokalsieger, Champions League-Sieger, Europa- und Weltmeister. So ziemlich alles hat er gewonnen. Aber wie gut war El Capitan eigentlich? Carles Puyol wurde am 13. April 1978 in La Pobla de Segur, einer Gemeinde in Katalonien, geboren und spielte als Kind auch in dessen Jugendabteilung. Das Kuriose an der Geschichte: Er startete auf der Position des Torwarts und wechselte die Position nur, da sein Arzt ihm dies aufgrund der vielen Zementfußballplätze empfahl. Er machte als Stürmer weiter, spielte aber immer wieder auch auf anderen Positionen. Stets mit guten Leistungen, sodass die Jugendabteilung von Barcelona, La Masia, 1995 den 17-Jährigen aufnimmt. Er entwickelt sich gut weiter, kommt zunächst in die B-Mannschaft und wird dann 1999 vom Trainer Luis van Gaal als Abwehrspieler in die erste Mannschaft geholt. Am 2. Oktober 1999, also mit 21 Jahren, gibt er sein Profidebüt und ist seitdem fester Bestandteil der Mannschaft. Durch seine starken Leistungen verdiente er sich 2001 unter anderem eine Auszeichnung als bester Newcomer der Saison. Zunächst spielte er bei Barca als rechter Außenverteidiger, wurde dann aber in der Innenverteidigung eine feste Größe der Blaugrana, sodass er 2004 Kapitän der Mannschaft wurde. 2005, mit 27 Jahren, gewinnt er seine erste spanische Meisterschaft. Ein Jahr später gewinnt er sie erneut und holt zudem seine erste Champions League Goldmedaille. 2009 schafft er das Triple, bei dem Barca im Finale der Champions League gegen Manchester United gewann. Messi machte mit dem 2-0 per Kopf so gut wie den Deckel drauf. Puyol wurde als rechter Verteidiger eingesetzt, da Dani Alves verletzt war. Ansonsten spielte El Capitan in der Innenverteidigung mit Rafael Marquez oder Gerard Piqué. Nach dem Triple-Gewinn war seine Trophäenjagd aber natürlich noch nicht beendet. 2010, 2011 und 2013 drei weitere spanische Meisterschaften. 2011 gewann Barcelona erneut die Champions League, bei der Puyol jedoch schon einige Spiele aufgrund von Verletzungen verpasst hatte. Und 2012 ein erneuter Sieg im spanischen Pokalfinale. Zwischenzeitlich verpflichtete der FC Barcelona andere Innenverteidiger, entweder wegen Unklarheiten, ob er seinen Vertrag verlängert oder ob er noch fit genug ist. Er bewies aber stets höchste Disziplin und beseitigte alle Zweifel, sodass er einen Vertrag bis 2016 erhielt. 2014 kündigte er jedoch an, diesen aus gesundheitlichen Gründen zum Ende der Saison auslaufen lassen zu wollen. Somit endete in diesem Jahr seine erfolgreiche Karriere mit 36 Jahren und er wechselte in den Vorstand des Vereins. Für Barcelona kam er auf 392 Einsätze und 12 Tore. Seine Karriere in der Nationalmannschaft verlief nicht weniger erfolgreich. Bevor er seinen ersten Einsatz im A-Team hatte, spielte er im Jahr 2000 bei der Olympia-Auswahl mit und gewann die Silbermedaille. Ende des Jahres dann sein erstes A-Nationalmannschaftsspiel mit 22 Jahren. Puyol spielte bei zwei Europameisterschaften mit. 2004 schied Spanien bereits in der Gruppenphase aus. 2008 lief es deutlich besser und Spanien konnte im Finale 1:0 gegen Deutschland gewinnen. Den Siegtreffer erzielte Fernando Torres. Weltmeister wurde er natürlich auch noch. 2002 reichte es nur für das Viertelfinale, 2006 nur für das Achtelfinale, aber 2010 sollte der große Titel endlich her. In einem spannenden Finale gegen die Niederlande konnte Spanien durch einen Treffer in der Verlängerung von Iniesta den ersten WM-Titel einfahren. Eine frühe gelbe Karte und ein schneller Arjen Robben bereiteten Puyol einige Schwierigkeiten im Finale. Zusammen mit seinem Barca-Kollegen bildete er das ganze Turnier über jedoch eine solide Innenverteidigung. Im Jahr 2013 bestritt er sein 100. Länderspiel, was zugleich sein letztes war. Für die Nationalmannschaft erzielte er 3 Tore, welche alle wichtig und meist spielentscheidend waren. Puyol war ein ehrgeiziger und vorbildlicher Fußballprofi. In der Verteidigung war er flexibel einsetzbar, aber auch bei offensiven Standards war er wegen seiner Kopfballstärke eine Waffe. Er zählte als harter, aggressiver, aber dennoch fairer Sportsmann und kam durch gutes Timing meist ohne Foul aus. Auch bei hohen Führungen forderte er von seinen Mitspielern höchste Konzentration.
Seinen Spitznamen El Tiburón, zu Deutsch der Hai, bekam er durch seinen spektakulären Körpereinsatz. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch bitte ein Like da, abonniert den Kanal und schreibt in die Kommentare eure Wünsche. Macht's gut!